Willkommen bei der Tech Show. Es geht heute um das Thema Verbrauch. Jetzt kann man sagen, Verbrauch ist ganz was Einfaches. Ich kann das am Bordcomputer ablesen oder ich habe es im Prospekt vom Fahrzeug stehen. Hier geht es jetzt heute darum, Verbrauch im Zusammenhang mit dem Nutzerverhalten. Und warum ist das so wichtig? Am Ende werden Sie sehen, dass der Nutzer das in der Hand hat, den Verbrauch zu steuern. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Und ich möchte jetzt dazu eine Skizze starten. Und zwar, wir tragen auf der Y-Achse auf den Verbrauch in Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Man muss hier beachten, dass das der Verbrauch ist, der quasi über das Leben des Autos gerechnet wurde. Also das heißt, wenn das Auto zum Beispiel hat 100.000 Kilometer, dann ist es der Verbrauch hochgerechnet auf diese von diesen 100.000 Kilometer, aber pro 100 Kilometer in Kilowattstunden. Auf der X-Achse tragen wir die Fahrzeuge auf. Ich nenne das jetzt hier die Vehicles. Wir haben ein Fahrzeugmodell ausgesucht uns, ein sehr sparsames Fahrzeugmodell. Und ich werde jetzt den Verlauf von minimalsten Verbrauch bis zum höchsten Verbrauch aufzeichnen. Das startet in etwa hier unten und geht dann hier am Ende hoch. Jetzt ist natürlich das große Geheimnis, wo liegen wir hier circa? Das werde ich jetzt befüllen. Hier liegen wir circa bei 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bei diesem Fahrzeug. Und der höchste Verbrauch desselben Fahrzeugtyps hat ein Fahrer geschafft oder ein paar Fahrer geschafft, einen Verbrauch von 31 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Was man hier schön sieht, ist eine unglaubliche Varianz, also wirklich eine große Unterschiede zwischen geringsten und größten Verbrauch. Ich möchte es jetzt einfach so grob in Klassen einteilen. Ich sage einfach dazu, dieser Bereich hier ist der Bereich des höchsten Verbrauchs. Schraffiere den hier rot. Und der Bereich hier links, also wo der sparsamste drauf dazukommt, ist der mit dem kleinsten Verbrauch, der Bereich. Und der mittlere Bereich ist einfach der durchschnittliche Verbrauch von den Durchschnittsfahrern. Wie gesagt, ich möchte bedenken nochmal, das ist ein Fahrzeugtyp. Es sind ca. 400 Fahrzeuge, die wir hier vermessen haben und diesen lebenslangen Verbrauch ermittelt haben. Das heißt, eine wirklich gut statistisch aussagekräftige Kurve. Wir haben dann im Vergleich ein zweites Fahrzeug uns angeschaut, ein etwas größeres. Das ist, wie gesagt, ein sehr sparsames Fahrzeug, sehr stromlinienförmig, kompakt würde ich das nennen. Wir haben uns ein zweites Fahrzeug eben angeschaut und auch hier analysiert. Und dieses Fahrzeug zeigt folgendes Verhalten. Das heißt, an sich eine ähnliche Kurvenform, nur einfach nach oben verschoben. Ich füge da jetzt noch Werte hinzu. Das war 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und hier unten der geringste Verbrauch von dem Kollegen war 24 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Was kann man jetzt allgemein beobachten? Man kann ja sagen, einfach der durchschnittliche Verbrauch des größeren, schwereren Fahrzeugtyps ist einfach wie ein Offset nach oben verschoben, also stärker. Das nächste, was man sagen kann, ist, dass zwischen dem Minimumverbrauch und dem höchsten Verbrauch ein Riesenfaktor ist. Also wenn man das vergleicht, 16 Kilowattstunden zu 31, ist das fast der Faktor 2. Und das habe ich vorher eingangs gemeint mit Nutzerverhalten. Der Nutzer hat es in der Hand. Er kann entscheiden, wie sein Verbrauch ist. Und wie tut er das? Im Prinzip kann man hier sagen, an der linken Seite die extrem sparsamen Fahrer sind jene, die einfach sehr vorausschauend fahren, also sehr gemütlich fahren, die sehen die rote Ampel, gehen vielleicht schon vom Gas leicht runter, lassen es so ausrollen. Möglichkeit 1. Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass sie die Vorkonditionierung hier nie bis sehr sparsam einführen. Was ist eine Vorkonditionierung? Vorkonditionierung ist einfach, wenn das Auto noch still steht, die Heizung einschalten, Batterieheizung einschalten oder im Sommer die Klimaanlage. Es kann aber auch der sogenannte Hundemodus sein oder wenn ich einkaufen bin, das Auto einfach kühl oder warm lassen, dass ich es nachher gemütlich habe. Natürlich sind sparsame Fahrer auch jene, die einfach langsamer fahren. Das heißt, die nicht so häufig Autobahn fahren oder gemütlicher auf der Autobahn fahren. Als Tipp kann man da sagen, unter 120 ist eine ganz gute Reisegeschwindigkeit und sehr ökonomisch, was das Elektroauto betrifft. Jetzt schauen wir auf die andere Seite, die höheren Verbräuche. Die höheren Verbräuche kann man nicht direkt das Gegenteil, aber auf jeden Fall mal aggressivere Fahrweise. Was bedeutet das? Nicht nur schnellere Fahrweise, viel Autobahn, sondern auch wirklich dieses ständige Gas komplett vom Gas runter. Was hat das für einen Effekt? Ich rekuperiere mehr. Das heißt, der Rekuperationsanteil wird größer. Wenn der Rekuperationsanteil steigt, erzeuge ich zusätzliche Zyklen für die Batterie.
Das heißt, man kann zusammenfassen hier aggressiveres Fahren, schnelleres Fahren und mehr Rekuperationszyklen durch einfach dieses sozusagen binäre Fahren, also Gas vom Gas gehen, Gas vom Gas gehen. Und das ist auch für mich so das Thema, der Mythos, Rekuperation ist gut, kann man nicht ganz unterstreichen. Es ist besser, statt in die mechanischen Bremsen zu bremsen, aber das Beste ist, gar nicht erst zu bremsen, das heißt, das Fahrzeug ausrollen zu lassen. Das ist hier dieser entscheidende Punkt, der nicht vergessen werden darf.